Hollywood, dieser Zauberstab, hat fast ein Jahrhundert oder schon länger unser filmisches Leben bestimmt. Und wie es bestimmt oder wie Hollywood unser Leben bestimmt hat, kann man ja jetzt immer mehr sehen, welche Botschaften dort durch die Blume uns in unser Hirn geblasen wurden. Das wird, glaube ich, bald ein Ende haben. Und es gibt Menschen wie die Dunja Burkhardt und andere, die sich schon länger auf den Weg gemacht haben, Filme zu produzieren oder zu begleiten, die wirklich einen menschlichen Mehrwert haben. Ich freue mich ganz besonders auf dieses Gespräch mit Dunja Burkhardt. Heiße Sie herzlich willkommen bei Neue Horizonte TV. Und jetzt geht's los. Dunja, jetzt. Du bist eine andere Generation. Du hast mir das noch mal vorher gesagt als ich. Wir sind die Generation, die eine lebendige Wirtschaft, habe ich das richtig in Erinnerung? Lebendige Wirtschaft schaffen will, wo die Kreativität nicht der Profitmaximierung sozusagen auf dem Altar geopfert wird, sondern dem menschlichen Zugewinn. Kann man das so sagen? Ja, ich glaube, es ist eine Weiterentwicklung. Mhm. Ich meine, es gibt ja nicht die Generation, genauso wenig wie es die Jugend oder das Alter gibt. Da gibt es natürlich auch Unterschiede. Und zugleich nehme ich schon wahr, dass ich, wenn ich mit Gleichaltrigen am Wirtschaften bin, dass da ein ganz neuer Vibe drin ist. Und das ist ein Vibe von... Viber? Eine ganz neue Schwingung drin ist. Danke! Ja? Genau, okay. Darum geht es, um dieses Brückenbauen. Also ja. Deutsch und Englisch darf zusammenkommen, Hollywood und der kleine Film darf zusammenkommen. Da ist mehr die Wir-Kultur. Mir lernt es auch an diesen ganzen, wenn man ein bisschen sich umschaut, an den Sharing-Economy, Couchsurfing und was es da alles gibt. Also in meinem Herzen, um jetzt auch wieder ins Ich zu gehen, schlagt einfach das gemeinsame Tun. Nicht, weil ich gemeinsam tun muss und es nicht alleine kann. Ich kann sehr wohl alleine. Ich möchte gemeinsam tun. Du hast da ein englisches Wort, Sharing Economy. Können wir das auf Deutsch übersetzen? Also eine Wirtschaft des Teilens? Eine Wirtschaft des Teilens. Und die verdanken wir natürlich auch denen vor uns. Mhm. Denn dass wir so frei teilen können, hängt natürlich auch mit einem gewissen Wohlstand zusammen. Das ist ganz klar. Und in meiner Generation stelle ich oft fest, dass es gar nicht mehr so bedeutend ist, das eigene Haus, den eigenen Wohnwagen, das eigene Auto zu haben, sondern dass also es eher eine Belastung ist, ja. Dieser Besitz. Da ja. Muss ich ja mich drum kümmern, ich muss es pflegen, ich muss es putzen. Ja. Und wir teilen sehr, sehr gerne. Ja, also das ist überhaupt, ja, ich bin ja hier Neubürger, aufgestiegen vom Niedersachsen zum Sachsen und durfte halt mal Ohr ans Volk legen sozusagen. Und die haben mir gesagt, ja, bis die Wende kam, haben wir alles geteilt. Ne? Da hatte jemand ein Werkzeug, das wurde dann verliehen, beziehungsweise er kam dann mit dem Werkzeug zu den anderen. Und so hat man es geteilt. Und kaum, dass die Wende kam, hat jeder sich alles selber gekauft, ist zum Baumarkt. Und es war vorbei mit dem Teilen. Weil es auf Mangel gebaut war vielleicht. Und wie du das gerade rübergebracht hast, da ist ja Lust am Teilen. Ja, also ich glaube, es geht auch wirklich vom Ich zum Du, zum Wir. Ja. Wirklich aus dieser Richtung kommen, dass ich erstmal schaue, was ist für mich stimmig, was passt für mich, was ist im Ich. Also wie du es jetzt auch schon beschrieben hast, wenn man jetzt das Thema Ost-West nimmt, sind ja auch verschiedene Richtungen, aus denen Menschen kamen. Ich bin jetzt in der Leistungsgesellschaft im Westen groß geworden, mein Mann im Osten. Also wir sind ja auch so eine Mischung schon, wo man verschiedene Startpunkte hatte, aber jetzt wirklich in einer gemeinsamen Mitte auch ankommt. Oder ja. Ich zumindest für mich. Ich kann immer nur für mich sprechen, aber ich stelle auch fest, dass ich nicht die Einzige bin und deswegen spreche ich auch gerne im Wir. Ja. Okay. Also ich habe jetzt vor ein paar Tagen habe ich das Wort Wirkraft aufgenommen.
Finde ich toll. Also ein Neologismus, eine neue Wortschöpfung, aber da ist alles drin. Wirkkraft. Solange eine Freiheit drin ist. Also ja. Ich persönlich bin ja verschiedene Wege gegangen. Ja. Von der Bank in die Werbeindustrie, von der Werbeindustrie in die Kommunikationsbranche, in die Medienbranche. Mhm. Dann auch noch weiter wirklich in den künstlerischen, kreativen, spirituellen Bereich. Und mich hat es immer eingeengt, wenn ich in eine Nische gesteckt wurde. Weil ich habe so eine Vielfalt in meinem Herzen und die möchte ich auch leben. Du bist nicht allein. Ja, siehst du? Und von dem her mag ich keinen Stempel, dass ich ein Banker, ein Öko, ein Eso, ein Assi oder was auch immer bin. Ja. Sondern ich mag wirklich diese bunte Vielfalt leben und von jedem ein Stück. Und ich habe überall was gelernt. Ich mag Finanzen, ich mag auch das Geldmittel, ja, das lernt uns ganz viel. Es ist immer die Frage, wie gehen wir damit um? Hollywood-Filme, du hast es am Anfang gesagt, Avatar, bahnbrechend, Matrix, es sind ganz viele tolle, große Filme, die wirklich Spirit drin haben. Die Frage ist halt immer, was ist die Botschaft und ist es angebunden? Also wo führt es uns hin? Ja, weil Filme sind ja Visionen. Geschichten, also entweder Erinnerungen, Geschichten oder Visionen, Fantasie aus der Zukunft kommt, da kann man einfach auch mal sich mit beschäftigen. Und ich glaube, die Frage ist immer, wo führt es uns hin? Du hast eben das Wort angebunden. Was meinst du mit angebunden? Ja, mit angebunden, ja, das kann man natürlich jetzt auch wieder verschieden auslegen. Wie du es verstehst. Mhm. Ich persönlich fühle mich angebunden, wenn ich mit der Erde in Verbindung bin, mit der Natur. Mhm. Und mit dem Himmel zeitgleich. Also wie der Baum. Ja. Wurzeln. Wurzeln und Flügel, so heißt auch unsere Werbeagentur Roots & Wings. Ne? Ich liebe auch Werbung zu machen, also ich habe da gar kein Problem mit, weil Werbung ist auch was Schönes. Wir dürfen mal die ganzen Belegungen auch von den Begriffen wegnehmen, ja, die Wertungen. Ja, also wenn der Mann um eine Frau wirbt, ist das wunderschön. Ja, genau. Ich habe gerade gestern einen Pfau gesehen. Wunderschön. In der Tierwelt ist es ja genau andersrum. Ne? Dass die genau, Männchen der macht hinten, das ist ein tolles Beispiel, man macht da hinten auf und zeigt seine Farben, zeigt seine Federn. Warum dürfen wir das nicht zeigen? Genau. Oder andere. Habe ich dir abgenommen gerade? Fregattvögel. Genau, Fregattvögel habe ich auch gesehen. Ne? So. Ja, die indigenen Stämme, da haben die Männer zum Beispiel für die Frauen ein Tier getanzt, den Hirsch, den Auerhahn. Und das hat die Frauen beeindruckt. Ja. Ja, also hast du mich gerade auch. Okay. Der Auerhahn war gut. Du hast deinen Weg mal ganz kurz beschrieben von der Bank. Du hast bei der Bank gelernt oder so? Oder ich habe BWL studiert, Fachrichtung Bank. Ja. Genau. Und habe dann in der Bank, das war mein erster offizieller Job. Kannst du kurz diese Bruchstellen beschreiben? Was dich jeweils, also ohne in die Schachteln zu packen, sondern stehe sofort hinter dir, dass in jedem Menschen eine Riesenschatzkiste ist. Jeder Mensch ist so eine Schatzkiste. Und wir werden auf so einen schmalen Pfad oder so einen Kanal, wie ich das immer sage, gelenkt. Dabei sind wir eigentlich wie ein Delta. So. Ein ganzer Kosmos, ja. Ja, wie würdest du das beschreiben, diese Übergänge? Naja, ich habe halt immer auf mein Herz gehört, wann es zu eng wurde. Ja. Und das war interessant, Bang. Ich glaube, sonst könnten wir gar nicht diese Firmen, die wir gegründet haben, bisher, wir haben wir haben 6 Marken gegründet in den letzten 15 Jahren, aber alles organisch, also nicht aufgeblasen. Und durch die Bank habe ich natürlich gelernt, wie man Firmen aufbaut, momentan aktuell. Und das war sehr lehrreich. Und mir hat dann aber die Kreativität gefehlt. Ja. Es waren viele Hierarchiestufen in der Bank. Es war sehr viel Marktforschung, vergangenheitsbasiert. Ja. Und ich mag das, zu reflektieren und den Verstand zu nehmen, also in die Vergangenheit, aus der Vergangenheit zu lernen. Ich liebe es aber auch zu visionieren und die Zukunft ins Jetzt zu holen. Also statt die Vergangenheit einfach zu projizieren auf die Zukunft. Genau, und da ist halt die Kreativität sehr hilfreich. Deswegen war der Ruf nach der Kreativbranche da. Dann kam die Werbebranche und das war natürlich ganz toll. Haben wir uns auch ausgetobt, mein Mann und ich, in der Werbebranche. Und irgendwann hat die Sinnhaftigkeit in der Werbung gefehlt. Also das war zwar toll, alles zu erzählen, zu kreieren aus der... Die Budgets waren auch wahrscheinlich... Die Budgets waren da, genau. Ja.
aber ist das wirklich drin, was ich da erzähle? Mhm. Und dann kam die Wahrhaftigkeit als nächstes mit ins Spiel oder die Sinnhaftigkeit, auch die Spiritualität, wo wir einfach uns gefragt haben, okay, warum verkaufe ich das? Warum will ich, dass das schön ist? Ja. Warum will ich dafür werben? Und das war dann eine ganz essentielle Frage, die Frage nach dem Sinn des Lebens. Mhm. Ja? Und die hat uns dann in die Spiritualität geführt. Das heißt, du hast erst mal Schachteln gebaut und Schachteln verkauft? Ich sage mit Schachteln einfach die Verpackung. Ja, mhm. Also ein Werbung ja. ist ja ne, dieses schön anmalen und wirklich Eyecatcher. Jetzt fange ich auch schon an. Also ein Hingucker zu machen ja. oder Hinhörer oder so. Mhm. Aber wenn das nicht übereinstimmt, also mit dem Inhalt, also die was verspricht, dann wird es irgendwann anstrengend. Anstrengend. Ja. Es kostet ja. ganz viel Geld und es ist ganz viel Push-Marketing. Ja. Das heißt, wir gehen wirklich in dieses auch teilweise Überstülpen, Penetrieren von mhm. Werbung. Das brauchst du gar nicht, wenn das wirklich drin ist, was draufsteht, ja. weil dann ist eine gewisse magnetische Wirkung da. Und diese Anziehungskraft, die sehen wir bei jeder, da können wir wieder aus der Vergangenheit lernen. Die Erfolgsgeschichten sind meistens die, dann hat es kein Verlage, dann wird es von Hand verteilt. Ne? Wenn man jetzt gerade mal so an die Hütte oder sowas denkt, dann wird das Manuskript von Hand verteilt und hat sich dann millionenmal verbreitet. Oder wenn man jetzt zum Beispiel an Silbermond, an die Musikbranche denkt, an die Bands, die dann wirklich ihren eigenen Weg gegangen ist und das Album hat sich dann auch, weiß Gott wie viele Male, verbreitet, dann kann man daraus lernen, dass eine Magie drinsteckt, wenn es angebunden ist, also wenn es aus dem Herzen kommt. Und das zu kombinieren, die Schönheit, weil die Schönheit ist schon schön, die Natur, oh, ja. ne, also was wir da auch, zu was wir fähig sind, ja. schöpferisch. Ja. Die Schönheit zu kombinieren mit der Intuition aus dem Herzen und dann darf der Verstand natürlich dazukommen und aus der Vergangenheit lernen. Wir wollen ja auch nicht die Kriege wiederholen, wir wollen ja nicht die Fehler, die gemacht wurden von den vorgehenden Generationen, nochmal machen, sondern sie wurden ja gemacht, dass wir weitergehen können. Mhm. Darum gibt es für mich auch keine Schuld. Mhm. Für mich gibt es auch keine Schuld, wo wir jetzt stehen. Nur wir dürfen jetzt daraus lernen. Ja. Und dazu, und deswegen sage ich meine Generation, da sind wir dran. Wir durften uns das anschauen, wir haben das Feld bereitet bekommen. Also warum dürfen wir es jetzt nicht anders machen? Genau, anders entscheiden. Mhm. Anders und auch Fehler natürlich machen. Wahrscheinlich machen wir auch wieder Fehler, wo die nächste Generation ja. daraus lernt. Ne? Ja. Auch diese Null-Fehler-Kultur, die ich in der Wirtschaft erlebt habe. Das ist grausam. Also das ist befreiend, wenn man das mal fallen lässt. Und natürlich Verantwortung übernimmt, das gilt es natürlich auch. Also wo ist denn da die goldene Mitte von keine Fehler und Fehler wiederholend zu machen? Ne? Ein Fehler darf, also ein Mentor von mir hat mal gesagt, Dunja, du darfst alle Fehler machen. Einmal. Genau. Also, ja, aber das ist ja wichtig. Also, ich sehe das genauso mit der Fehlerkultur, dass eine Nullfehlerkultur in einem Unternehmen es irgendwann den Hals bricht, weil dann Fehler vertuscht werden. Angst, und ein vertuschter Fehler, ja, wenn ein Fehler vertuscht wird, bekommt er so einen Rattenschwanz beziehungsweise wie ein Schneeball, der zu einer Lawine wird. Genau. Wenn aber eine Fehlerkultur da ist, die kommuniziert wird, Mist, ich habe da einen Fehler gebaut. Leute, stoppt das Ding, ich habe einen Fehler gebaut, mir ist das gerade eingefallen, dann kann man das begrenzen und daraus lernen. Also Wilhelm Reich hat in seinem Testament für seine Mitarbeiter, das war der erste Punkt, trachtet nie danach, Fehler zu vermeiden, denn Fehler sind unsere Lehrmeister. Mhm. Ja. Wenn man bereit ist, dazu zu lernen, und da braucht es natürlich auch Austausch. Ja. Und ich glaube, der Film schafft es einfach, ganz schnell und auch irgendwo emotional, aber trotzdem auf eine gewisse Distanz, anderen Menschen zuzugucken, anderen Visionen und wirklich davon auch zu lernen. Also Lebensgeschichten, also gerade in unserem Filmfestival zum Beispiel, das Cosmic Cine, das jetzt Ende April auch stattfindet. Super. Das ist schon das, ich weiß nicht, wie vielte Mal, ne? Siebte Mal. Das siebte Mal, ja. Das siebte Mal ist auch eine Tiebreak, spannende, lebendige Wirtschaftsreise. Genau, es ist das siebte Mal. Und das sind halt Lebensgeschichten von Menschen. Mhm. Also das ist das eine, wo wir daraus lernen können, indem wir ihnen zugucken. Und das sind aber auch Visionen von Menschen, wo man Inspiration finden kann. Ja. Ja.
Da haben wir 150 Filme dieses Jahr gesichtet und zeigen 17 Stück jetzt. 150 Filme wurden euch zugesandt für dieses. Und da gibt es ja auch ein Award. Oh, die Schuhe wieder. Ein Preis. Achtung, der Cosmic Angel Award. Ja. Genau. Ich glaube, Thomas Schmelzer hat ihn, glaube ich, letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Ja, einen Publikumspreis. Ja. Muss. Genau. Von Mystica. Genau, der. Genau, also Thomas hat ihn gewonnen und auch die Stille Revolution hat ihn auch gewonnen. Also Wiedergeburt und die Stille Revolution, das waren die Gewinner vom Vorjahr. Und steht der Gewinner für dieses Jahr schon fest? Nein, da sind wir ganz gespannt. Das Publikum votet. Also das Publikum. Wir sind ja dieses Jahr nicht im Kino. Also das ist natürlich, jetzt, ihr hattet das in München, glaube ich. Ne? Genau, wir stehen für den persönlichen Kontakt und das tut natürlich schon weh, weil das Ganze hat sich organisch wirklich entwickelt. Wir haben auch jegliche Fehler gemacht, die man machen kann und haben jedes Jahr immer mehr unsere Form gefunden. Haben dann 3 Jahre Pause gemacht, von 2015 bis 2018, um wirklich mal alles zu reflektieren. Und 2018 war das letzte Filmfestival Imagine. Stell dir vor, wie könnte es sein? Ja. Und das war so schön. Wir haben so toll gemeinsam das neue Wir gefeiert. Ja. Ja, und das dieses Jahr nicht machen zu können, war natürlich erstmal ein harter Schlag. Bitter, ja. Ja. Das heißt, jetzt ist es alles nur online möglich. Genau. Weil kein Kino öffnen darf, ne? Genau, jetzt ist es online auf pantarei.tv. Ja. Und da bin ich also maßgeblicher, also ich sitze jetzt hier und ich mag das natürlich auch auf der Bühne zu tanzen ab und an. Ja. Aber die ganze Arbeit habe nicht ich gemacht. Ich habe den kleinsten Teil daran gemacht. Okay, also ihr seid ein Team. Wir sind ein Team. Wir sind mittlerweile ein großes Team. Es kommen auch immer mehr dazu. Es sind ehrenamtliche Helfer, es sind Festangestellte, es sind Freelancer. Also da gibt es auch keine Norm oder Form. Und 17 Filme habt ihr ausgewählt aus den 150. Und die anderen sind jetzt einfach so... Ja, genau deswegen gibt es ja pantarei.tv, weil es ist natürlich so, ne? Wenn man im Ich und im Wir zugleich spricht, dann gilt es ab und zu Grenzen zu setzen und eine Form anzunehmen. Wäre ja auch langweilig, wenn jetzt zum Beispiel du und deine Frau wie so ein Einheitsbrei aussehen. Ist ja auch schön, wenn die Frau eine Form hat und der Mann eine Form. Und so hat der Mann seine Form? Wo hat der Mann seine Form? Bitte schreiben Sie es mir drunter in die Kommentare. Wo hat der Mann seine Form? Ja, und auch Wettbewerb. Also wir haben auch ganz oft gesagt, warum macht ihr überhaupt ein Award? Es ist doch viel schöner, wenn alle Gewinner sind. Ja, aber wenn wir halt wirklich leben wollen, wieder zur lebendigen Wirtschaft, dann gilt es auch wieder spielerisch in Wettbewerb zu gehen. Aber nicht in Konkurrenz, sondern indem man sich gegenseitig beflügelt. Das geht in einem Miteinander. Und trotzdem kann man nachher einen Gewinner küren. Ja? Und deswegen natürlich, wir gucken 150 Filme. Und da sind aber auch Filme, die uns nicht ansprechen. Deswegen sind sie nicht schlecht, sondern sie sind jetzt einfach nicht für unseren Kosmos gerade ansprechend. Und dann auch wirklich sich zu trauen, zu sagen Nein oder zu trauen, okay, und diese ganz exklusive Selektion, also Cosmic Cine steht ja dafür, dass es in die Zukunft begleitet. Neuer Horizont. Und in die Zukunft begleiten wir immer, indem wir wirklich einzelne Filme raussuchen, wo wir sagen, diese gemeinsam erzählen eine Geschichte. So, und jetzt kann ich dir natürlich eine Geschichte über ein Jahr erzählen mit 150 Filmen. Das kannst du als Zuschauer gar nicht konsumieren. Ja. Das heißt, unsere Leistung dahinter ist, dass wir für den Zuschauer sagen, wenn du dich von uns angezogen fühlst, könnte es sein, dass du mit diesen 17 Filmen wirklich einen Zukunftsfunke bekommst. Warum bitte 17? Entschuldige bitte mal, in diesen Zeiten kommt ihr auf 17. Es waren mal 20, es waren mal 15, dieses Mal sind 17 und es sind sogar 18, wenn ich mich korrigiere. Nur irgendwann war die Kommunikation mit dem Online und Kino so kompliziert, weil ein Film noch eine Auswertung hatte. Und wir versuchen ja auch wirklich immer mit allen Parteien uns zu unterhalten. Das heißt auch mit der Filmförderung, auch zu gucken, wirklich, wie können wir Lösungen finden, die für alle ein gangbarer Weg ist, ohne uns zu verbiegen und wirklich neue Wege zu gehen. Und ein Film konnte dann nicht in der Festivalwoche sein und dann kam ein neuer Film dazu, genau an dem Tag und wir haben gemerkt, das passt. Und deswegen sind es jetzt 17 in der Festivalwoche, die man im Festivalpass kauft, aber 18 nominierte Filme, denn einer wird am Wochenende vorab gezeigt und da hat sich neben denen dann noch ein zweiter gesellt.
Ja, das ist alles jetzt ein bisschen in Flow gegangen, weil Pantarei heißt ja Flowtime. Ja, und ich habe nur im Hinterstübchen noch, dass also dieses alles fließt, obwohl Ray anders geschrieben wird, dass ihr wirklich andere Filme zeigt, als, sag ich mal, wir es bisher gewohnt sind. Wo, also wenn ich so aufliste, wenn ich ins Kino gehe, wie viel Gewaltfilme da gezeigt werden, also Mord, Totschlag, ja, und zwar, meine Freundin hat bei so einer Krimiserie gearbeitet, wo wirklich jede Folge ein Mord passiert. Das ist ja bei euch nicht, ne? Ja, also da gilt es einfach so, unsere Vision ist ein Gleichgewicht in der Medienlandschaft auch herzustellen. Also okay. Im Herzen schlagt für uns schon auch, uns einzusetzen für die Medien. Das ist unsere Branche und wir möchten, dass sich die Branche entwickelt. Und natürlich haben wir sehr viel mehr negative Nachrichten und Sensationsnachrichten. Da kann man aber auch gar keinen Vorwurf machen, weil wenn die Einschaltquoten für Sensation und Aggression größer sind als für Freude, dann entscheidet einfach der Zuschauer. Und das ist einfach ein maßgeblicher Punkt, denn wir bewegen uns natürlich eben mit dem Festival, haben wir uns am Anfang vor einem Zuschauer bewegt. Und das muss man halt auch erstmal durchhalten. Das sind jetzt im Grunde genommen diese 15 Jahre, die wir Pionierarbeit gemacht haben. Und das kann ich wirklich auch so aus ganzem Herzen sagen. Ja. Die waren keine einfachen Wege. Und zugleich waren sie aber auch auf ganz anderer Ebene belohnt. Also. Aber weißt du, ich musste eben an die Moritaten-Sänger denken. Mhm. Moritaten, ne, von den Schandtaten. Also Mors Mortis, der Tod. Aha. Ja, und die haben also von den grausamen Sachen gesungen. Und die Leute waren fasziniert, kamen zusammen auf dem Markt und, und sich gegruselt. Und im Prinzip haben ist die Geschichte der Presse, der Medien, eigentlich nichts anderes als diese Moritaten-Sänger schon im Mittelalter waren. Und trotzdem glaube ich, die Zeit ist jetzt um. Ich glaube nicht, dass die Zeit um ist. Ich glaube wirklich. Oder zumindest. Ich glaube wirklich an diese goldene Mitte. Ich glaube, der Ausgang ist nicht rechts, der Ausgang ist nicht links, der Ausgang ist in der Mitte. Und was bedeutet das? Aber das bedeutet, dass wir hingucken, schon was ist und nicht weggucken und heile Welt. Ist also das richtig? Ich gucke genauso hin. Ich bin nicht realitätsfern. Mhm. Ich gucke genauso hin. Ich gucke mir natürlich auch Berichte über Kriege an, aber dafür stehe ich nicht. Ich stehe für den Frieden. Mhm. Also ich weiß ganz klar, wohin ich bewegen möchte. Ja. Und zugleich lerne ich aber aus den Fehlern, aus meinen Fehlern und aus den Fehlern anderer. Mhm. Das heißt, solange wir das haben, braucht es auch diese Berichterstattung. Aber in einem guten Maß. Und wenn es das nicht mehr braucht, wird es verschwinden. Mhm. Wie die Plastikverpackung auch irgendwann verschwinden wird, weil wir neue Wege gefunden haben. Wie dezentral oder lose einkaufen haben wir bei uns in der Nachbarstraße. Ja, alles lose. Und das geht dann auch gewaltfrei, dass das einfach nicht mehr nachgefragt wird. Ja. Kannst du das sozusagen mal in so einen Zweizeiler oder drei ist noch schöner, ein Dreizeiler packen? Wenn du eine Überschrift geben wolltest über Pantarei und auch über das Cosmic Cine Festival, was ist sozusagen die Intention? Wir gestalten Zukunft. Wir jetzt. Gestalten Zukunft. Wir sind es, nicht irgendwelche Eliten oder sonst was, sondern wir selbst als Menschen. Ja, also ich glaube, dass der Star auch eine neue Definition bekommt. Ich persönlich freue mich, im Hintergrund zu sein, genauso wie im Vordergrund. Mhm. Ich möchte kein Gesicht von etwas werden. Momentan bin ich in den Interviews, zum Beispiel bei Cosmic Cine, weil wir online sind. Wenn wir vor Ort sind, dann sind wir viele Moderatoren. Mhm. Ich liebe es, die Gala zu moderieren. Ich liebe es, auch meine Führungsposition einzunehmen. Aber die Führung ist im Kreis. Und die Führung ist nicht an der Spitze. Mhm. Ich bin einer von vielen und mir ist sehr, sehr bewusst, dass all das nicht möglich wäre, wenn wir nicht ein Team wären. Mhm. Also tatsächlich sozusagen auf mehreren Ebenen ein neues Wir.
Also eine, ja. ein Wir, was nicht vermasst oder, ja, wie gesagt, von, wir haben es im real existierenden Sozialismus oder Kommunismus erlebt. Ne? Die Schweine, es gibt Gleiche und dann gibt es welche, die gleicher sind. Ne? More equal. Animal Farm. Mhm. Das heißt, ach, also jetzt habe ich dich verstanden. Sorry, manchmal rede ich ein bisschen kryptisch. Ja, aber ne, das also, wir alle sind gleich und dann gibt es welche, die gleicher sind. Das war ja Animal Farm. Mhm. Ne? Die Schweine waren eben more equal. Und jetzt geht es darum, sozusagen, dass jeder mal nach vorne tritt, ja, und wieder in den Hintergrund und niemand. Das finde ich schön, dass du sagst, ich will nicht das Gesicht, ich will nicht festgetackert werden. Nee, und ich will ja auch nicht, auch nicht in eine, wieder in eine Box gesteckt werden. Genau. Also wir haben eher so einen fliegenden Wechsel. Ja. Ein Team für mich macht, ein gutes Team macht für mich aus, wenn jeder alles kann. Wenn ich nicht denke, ich kann überhaupt nicht mehr krank werden oder ich kann überhaupt nicht in Urlaub gehen, ja. weil dann die Welt zusammenbricht. Oh, das kenne ich. Ja. Und dann gibt es Dinge, die mache ich halt nicht so gern. Aber wenn dann mal einer aus dem Team das nicht kann, dann übernehme ich die. Mhm. Und das macht ja ein gutes Team aus. Das ist ja Freiheit. Also das meinte ich auch vorher. Das Wir ist nicht, wir heben uns an den Händen und gehen alle jetzt nur noch gleich oder haben das Gleiche an, um Gottes Willen. Ja. Sondern heute habe ich Lust, Peter Pan zu sein und morgen habe ich Lust, Pippi Langstrumpf zu sein. Und diese Mischung ist aber immer in der Konstanz auch da, sonst wird es ja wieder flatterig. Mhm. Ja, also jetzt kommen wir zur Erdung, ne? Okay, wir haben uns eine Form ausgesucht, wir gestalten Zukunft mit den Filmen, wir inspirieren Menschen. Das ist die Plattform Panteray TV, sie bringt dich in Flow des Lebens. Flow heißt ja immer, also wann passiert ein Flow-Zustand, wenn es stimmig ist für alle. Ja? Und dass es für alle stimmig ist, kann ich halt nicht meine Meinung durchdrücken, sondern ich muss zuhören, ich muss gucken, was ist, was ist das, was dann aus dieser Schwarmintelligenz rauskommt. Wir hatten neulich eine Versammlung alternativer Medien und da kam die Idee auf, wir tönen. Ei. Und dann haben wir mit, ich glaube, 40 Leute, die wir da in einem kleinen Raum waren, haben wir getönt und aufeinander gehört. Und danach war das richtig toll miteinander. Also, wo man aufeinander hört, sich einschwingt, ja, zuhört, einschwingt, aber aus freiem Stücken, aus freiem Willen. Wunderbar. Und anschließend konnte man diskutieren. Mhm. Ja, nach der Pause haben wir das zu kurz gemacht, dann ging es nicht mehr so gut. Super. Ja, genau. Also dieses neue Wir. Inspirieren. Das heißt also, das Menschenbild, was dahinter steht, ist, dass jeder von uns tatsächlich Schöpfer ist und kreativ ist. Jeder. Ausschließlich. Also ausschließlich. Alle. Ist niemand ausgeschlossen. Ja, und dass jeder zum Leben da ist, würde ich eher sagen. Also Lebewesen, sagt das ja schon. Es ist gar nicht, dass das, was wir jetzt tun, richtig oder falsch ist. Das ist einfach das, was wir jetzt Lust haben zu tun. Also auch wieder zu spielen. Das ist unsere lebendige Wirtschaft. Unsere lebendige Wirtschaft ist jetzt einfach im Bereich Medien und es ist Film geworden. Ja. Mhm. So, und es kann auch sein, dass das mal sich irgendwann wieder ändert. Ja? Aber diese Kreativität und diese künstlerischen Freiräume, die wir öffnen, dafür schlägt unser Herz und deswegen spielen wir dort. Also, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, das kann man gerade auf das Spielen beziehen, weil Kinder lernen spielend. Und deswegen haben wir auch die Plattform angebunden an einen Verein. Und es gehen auch Erlöse in den Verein, wo dann wirklich Potenzialentfaltung fördert. Ja. Weil das wünsche ich mir für die Zukunft, ich persönlich, sehr stark. Dass es gibt ganz viele Jugendlichen, die schon ganz genau wissen, was sie wollen. Ich wusste nicht mal, kann ich keinen Vorwurf machen. Ne? Mhm. Also ich habe meinen Weg erst finden müssen. Aber es gibt ganz viele Jugendliche, in Gesprächen fällt mir das immer mehr auf, die ganz genau wissen, was sie machen möchten. Ja. Und dann gibt es den Beruf noch nicht oder es gibt den Raum noch nicht. Und diese Räume zu öffnen, dafür steht dann auch der Verein, der hinter dieser Kreativplattform ist. Ich habe so eine Mindmap entwickelt, da habe ich dann Traumberufe und Traumtätigkeiten. Ne, wo ich gesagt habe, ja, es gibt manche Dinge, die sind eben noch nicht Beruf. Aber das war gestern auch. Ne, der Coach, ja, den gab es vor 40 Jahren nicht.
Ne? Und da wirklich mal neu zu denken, und das schenkt natürlich der Film auch, einfach diese Grenzen zu sprengen, ganz neu zu denken, weil ich glaube, es kommt auf uns alle jetzt was Neues zu. Keiner hat die Lösung. Ja. Ich weiß überhaupt nicht, was passiert gerade, und ich habe einfach nur eine große Freude am Ausprobieren. Ja, ich habe so den Eindruck, dass so eine Art Reset stattfindet. Also wir erleben es ja, wenn die Bänder still stehen, stehen sie still. Keiner kann in dieser Halle, in dieser Werkhalle im Hamsterrad laufen. Und ich habe jetzt jüngst, hat mir ein Freund gesagt, es gäbe eine Studie, wenn die Leute 6 Wochen zu Hause bleiben, also aus ihrem Hamsterrad raus sind, kann man sie sehr schlecht wieder integrieren. 6 Wochen, das ist die Grenze. Nach 6 Wochen, dann überlegen sie sich, ich glaube, mir hat das eigentlich gar nicht so viel Spaß gemacht. Ich habe das nur des Geldes wegen gemacht. Ich bin gespannt, ob die das 6 Wochen durchhalten, weil die Studie ist ihnen bestimmt bekannt. Wir haben 3 Jahre Pause gebraucht, um zu resetten. Aber ja. Das darf jetzt auch schneller gehen. Gibt ja auch die 21 Tage Meditation, wo ich manchmal im Internet sehe. Ja, da ist was dran bestimmt. Also Reset, manche gehen ja so weit, dass... was habe ich da? Durch den Nullpunkt gehen wir jetzt durch. Mhm. Ja, dass tatsächlich erstmal unsere Vorstellung, wer wir sind, aufzugeben. Völlig, wirklich bereit zu sein, hineinzuspringen in was völlig Unbekanntes, ohne verrückt zu werden. Hm. Finde ich spannend. Also ich habe das so ein bisschen schon mal geübt, ja, alles loszulassen, Besitz und sonst was. Mein Computer hat ein Reset, ne, dank eines Kollegen, erfahren, alle E-Mail-Adressen weg, alle Fotos sind weg. Ich habe sie nicht wieder draufgespielt. Einfach resetten lassen. Und ich bin jetzt gespannt, was Neues kommt. Und ich glaube, dass wir jetzt umso mehr Inspiration brauchen, dass es wirklich auf jeden Einzelnen ankommt, dass er endlich entdeckt, dass er so ein Schöpferwesen, also ein kreatives Wesen ist, egal welche Schulbildung er hat. Ich glaube, das geht auch nur im Miteinander, weil darum können wir uns selbst ja nur im Spiegel oder im Wasser sehen. Und in dem Miteinander geht es viel schneller. Also jetzt gerade auch durch diese Umstellung auf Online hat mir das sehr geholfen, ein Team um mich rum zu haben, weil viele Aufgaben, die ich bisher hatte, hatte ich nicht mehr. Und da war ich auch erstmal wie lost. Ja? Und das ist dann einfach wirklich schön. Ich durfte dann alles, 1000 Ideen sagen, die ich hatte, und das war dann alles auch nichts. Und dann irgendwie so auch wirklich in diesem Verlorenen aufgehoben zu sein und wieder eine neue Form zu finden, da hilft es natürlich schon eben, wenn wir miteinander, füreinander da sind. Ja. Diese Plattform Pantarei ist aber nicht nur für Cosmic Scene, sondern überhaupt eine Plattform für neue Filme oder inspirierende Filme. Genau, das ist eine Plattform für neue Filme. Vor 2 Jahren haben wir angefangen, die ins Leben zu rufen. Mhm. Das braucht natürlich viele Programmierschritte, vieles Rechtliche auch, was man erstmal lernen durfte. Und sie ist per Zufall genau zu diesem Zeitpunkt jetzt fertig. Wir wollten eigentlich noch eine Alpha und ich bin ja technisch Alpha und Beta. Aber Alpha und Beta-Phase oder irgendwas und User und irgendwas. Ja. So, diese Phase haben wir jetzt alles nicht. Das heißt, ich hoffe, die Zuschauer verzeihen uns, wenn es dann auch den ein oder anderen, habe ich neu gelernt, Bug gibt. Aber, Käfer. genau, aber das kann dann passieren und wir haben unser Bestes gegeben und sind jetzt bereit und ich freue mich riesig drauf. Das kann ich mir vorstellen. Also ich drücke vor allem den Jungs in unserem Team extrem die Rolle, weil das ist einfach wirklich eine Männersache auch gewesen. Diese technische. Man redet ja immer so viel von der Weiblichkeit, aber hier haben die Männer gerockt. Okay, das ist die technische Seite, aber angeguckt haben sich auch Frauen. Ja, und so schön gemacht, weißt du, und dekoriert und so. Das waren wir Frauen. Ja. Das ist schön. Also auch die Ankündigung oder so für die Filme. Das war wieder gemischt. War gemischt, okay. Also da auch wir, aber die weibliche Kraft, wo es um Schönheit geht. Ja, es gibt Bereiche, wo nur wir Frauen sind. Es gibt Bereiche, wo nur die Männer sind. Und es gibt Bereiche, wo wir gemeinsam. Ist alles da. Okay. Könntest du dir vorstellen, dass... Oder wenn du das Wesen eurer Arbeit an dieser
ne, medialen. Wenn du das Wesen beschreiben würdest, was könnte von diesem Wesentlichen auf andere Branchen sozusagen übertragen werden? Das Miteinander und die Offenheit. Die Offenheit. Kannst du das kurz ein bisschen rokokomäßig? Ja, wir haben mit allen Parteien offen zu tun. Wir haben mit den Filmemachern zu tun. Wir haben mit Verlagen zu tun. Wir haben mit Verleihern zu tun. Wir haben mit Förderanstalten zu tun. Wir haben mit FSK oder rechtlichen Jugendschutz und was es alles gibt zu tun. Ja. Und jeder kommt von einer anderen Blickrichtung. Mhm. Und was wir jetzt gelernt haben in dem Entstehungsprozess von Panteray, ist, dass es überall ein Stück Wahrheit gibt, ja, und natürlich auch keinen richtigen Weg, sondern es gibt einen Filmemacher, der möchte seinen eigenen Film rausbringen und möchte mit dem auch durch die Kinos touren und erst dann online gehen. Mhm. Passend. Ein anderer möchte zeitgleich alles machen. Passend. Ein anderer sagt, ich habe gar keine Lust auf Vermarktung, ich brauche einen Verleih. Passend. Mhm. Solange er immer auf sein Herz hört, stimmt der Vertrag für mich oder nicht? Und dann gibt es innerhalb diesem, dass wir festgestellt haben, dass es verschiedenste Wege, individuelle Wege gibt, die wir zulassen, haben wir halt auch festgestellt. Oder aufmachen wahrscheinlich, ne? Genau. Ja, aufmachen. Mhm. Deswegen Offenheit, es gibt Bewegung. Da gibt es auch alte Dinge, die man loslassen darf. Mhm. Egal ob als Filmemacher, als Verlag, als Verleih oder auch als Filmförderanstalt. Ja. Und diese Dinge, die gilt es erstmal anzusprechen. Und dann nicht in einem Frust zu sagen, will ich anders, sondern zu sagen, ja, ist scheiße, ne? Mhm. Und dann lassen wir es mal so stehen. Mhm. Und wir merken beide, aber wir haben die Lösung noch nicht. Also wirklich diese Lösung auch gemeinsam herauszukriegen, auch dafür steht die Plattform. Und das wird noch ein langer Weg. Ich hoffe, das wird ein Lebensweg. Weil wenn wir eine neue Medienbranche gemeinsam kreieren wollen, dann ist das nicht von heute auf morgen machbar. Stimmigkeit. Ist ein schönes Wort dafür, weil Missstimmungen häufig zu Missverständnissen führen, zu ja, Kriegen auch führen, abgesehen davon, wie geplant sie sind, aber also Kriegen auch im Persönlichen. Aber stimmig, das weiß jeder. Ist das stimmig hier? Oder habe ich noch Magengrimm oder Solar Plexus, wie auch immer, komisches Gefühl, dann ist was nicht stimmig. Das heißt, die Stimmigkeit sozusagen als neuer Qualitätsmesser unserer Zusammenarbeit. Ja, und manchmal schafft man es auch nicht, die Stimmigkeit hinzukriegen. Auch das. Ja. Ja. Also das ist halt auch ganz wichtig. Jeder ist anders und wenn man es dann nicht hinkriegt, das auch mal stehen zu lassen. Und es erstmal zu vertagen. Sacken zu lassen, aber durch die Schnelligkeit, die wir uns unterjocht haben, eigentlich diese, das muss jetzt fertig werden. Ich habe ja mal bei der Zeitung gearbeitet. Meine Güte, ja, also das musste bis 17:45 in Sachsen, musste das da sein. Und ne, der Film musste entwickelt sein in den 90ern. Und am nächsten Tag wurde in diese Zeitung der Fisch eingewickelt. Also wahnsinnige Hektik, ja, damit der Artikel dann noch gedruckt werden konnte oder so. Und am nächsten Tag. Also auch eine Entschleunigung. Ja, wenn ich Stimmigkeit herstellen will, brauche ich Entschleunigung. Steht ihr auch dafür? Für Entschleunigung? Ja, also unsere Wirtschaft hat einen sehr schnellen Takt und ist auf den Takt gefallen, deswegen auch taktlos oft. Taktlos, ja. Zugleich merke ich auch eine extreme Beschleunigung. Ja? Mhm. Also es gibt auch Dinge, deswegen auch wieder Panteray, ne? Die Wellen surfen. Wenn die Welle kommt, dann musst du die surfen, dann kannst du nicht sagen, hoch, ich warte jetzt noch, ne? Dann bist du unten. Ne? Ja. Also das ist natürlich auch etwas, wo es einfach immer wieder gilt, auf sich zu hören. Aber dann bin ich dabei, dann wird das nicht vorgegeben. Ja, ja, wenn, habe ich jetzt gerade heute im Nachrichten oder so, dass irgendwo auf der Welt die Herzinfarkt, glaube in Österreich oder so, die Herzinfarktquote auf um 40% gesunken ist, seit wir zu Hause bleiben oder alles etwas runtergefahren ist. Daran sieht man ja, dass unser Wirtschaftsleben bisher ein krankmachendes System war. Ja, also waren wir auch. Die erste Zeit der Selbstständigkeit waren wir selbstständig. Ja. Ja. Also das ist definitiv auch ein Lernfaktor, den wir
komplett mitgemacht haben. Naja, also dass Kreativität auf bis 12 Uhr haben sie kreativ zu sein, weil um 12 Uhr muss ich das abgeben, bringt ja einen Wahnsinnsdruck auf die Leute. Also dieser Druck, das Adrenalin, dass da permanent gebildet wird und nicht abgebaut wird, es sei denn, jeder geht mal abends ins Gym oder was weiß ich. Jetzt sage ich auch schon Gym, ins Fitnessstudio. Nee, das ist nicht stimmig. Okay. Cosmic Simmel wird wie lange laufen? Vom 22. bis zum 26. ist die Festivalwoche, weil das sind ja Kinofilme. Okay. Und diese Filme sind eigentlich für eine Kinotour. Das heißt, nicht alle werden danach online weiterlaufen. Der ein oder andere, eben Vielfalt, hat dann wirklich noch eine Kinotour geplant. Ja. Manche noch ganz andere Wege vor sich. Also es ist vom 22. bis zum 26. April. Sind wie im Kino. Wir sitzen okay. Alle zu Hause. Ich hoffe, eine Filmpremiere, eine Weltpremiere heißt Wein weiblich. Also ich hoffe, wir sitzen dort mit einem Glas Wein, weil die Winzerinnen haben sich so gefreut, ja, also auf den roten Teppich und die Weinprobe und alles. Ja. Genau, also wir sitzen alle zu Hause auf der Couch und feiern hoffentlich dennoch gemeinsam und deswegen in diesem Zeitraum 22. bis 26. April online auf Panteray. Und zwei Vorabpremieren gibt es am 18. und 19. bereits. Okay. Der Krieg in mir und My Magical Journey. Magical? My Magical Journey. Journey, okay. Vielleicht spielst du einfach den Trailer, dann sieht man in dem Festival-Trailer, ist aus jedem Film eine Sekunde drin. Ui, also wenn man den anguckt, dann sieht man das ganze Festival. Nein, nicht schnell, ist als eine Symphonie. Eine Symphonie, ne? Okay, schön. Dann machen wir das doch, packen wir dann einfach ans Ende dieses Gesprächs, diesen Teaser. Machen gerne, wir das so? Gerne, wenn ihr das könnt. Das ist doch das Einfachste. Dunja, ich danke dir, dass du deine Begeisterung so hier in diesem Raum versprüht hast, mich daran teilhaben hast lassen. Und ich bin gespannt, wie ich in dieser, das ist dann die nächste Woche schon, glaube ich. Ne? Ja, Mittwoch, 22. Wer weiß, was auf Deutschlands Straßen dann ist oder in Deutschlands Fabrikhallen. Ich glaube nicht, dass das schon aufnimmt. Die wollen schon sehen, dass sie das über den 1. Mai retten, weil dann finden auch keine 1. Mai-Demonstrationen statt. Also habt ihr eigentlich gute Karten. Vielen, vielen Dank, würde uns freuen. Dunja Burkhardt. Und viel Erfolg mit dem Cosmic Cine Festival und natürlich auch mit Panteray. Alles fließt, auch wenn es anders geschrieben wird. Danke, vielen, vielen Birgit. Dank. Vielen Dank. Liebe Zuschauer, wir sind ja jetzt mittlerweile mediale Wesen und in den letzten Wochen wie nie zuvor. So viele Videos habe ich noch nie zugesandt bekommen und ich kann sie auch nicht alle gucken. Aber zu wissen, dass da Filme sind, die mich wirklich inspirieren, ist doch was Feines. In diesem Sinne freue ich mich, wenn Sie bei Neue Horizonte wieder dabei sind und sage Tschüss. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Hallo, Freunde! Wenn dein gesamter Körper aus nur einer Zelle entsteht und sich ein Urwald aus dem Keim der einen Quelle erhebt. Wenn das Meer sich bewegt. Durch den Einfluss des Mondes. Erkennst du, dass all das Perfektion ist. Und du bist Teil davon. Bist bewahrt und geführt, weil die Kraft, die all das schafft, in deinen Adern pulsiert. Du bist und warst immer hier. Als ein Geschenk für die Welt, als Teil des Wunders. Darum erkenne dich selbst. Dinge müssen sich vernetzen, um weiter zu wachsen. Denn auch deine Zelle ist durch Teilung entstanden. Lass uns Altes verwandeln und halt dein Gleichgewicht. Denn wer anderen eine Blume sieht, entfaltet sich. Lass uns Stärken vernetzen. Alleine kannst du Gipfel erklimmen. Doch nur gemeinsam können wir Berge versetzen. Berge versetzen.
Kraft des Waldes wird durch jeden Baum bestärkt, denn dein Morgen ist nur einen Traum entfernt. Wir vernetzen das Band, bis niemand mehr allein bleibt, für Einheit in der Vielfalt und Vielfalt in der Einheit.